So, nochmal eben eine kleine Unterbrechung. Heute haben wir einen Sponsor des Videos, und zwar Autodoc. Es sind wieder harte Zeiten bei uns. Autodoc hat jetzt die Autodoc Dance Challenge. Da gibt's auf jeden Fall fette Gewinne. Da könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Sie können vielleicht nicht helfen bei eurer Tanzkompetenz, aber auf jeden Fall bei deren Fahrzeugkompetenz. Ihr müsst dazu nur Folgendes machen. Schaut einfach unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist ein Link. Da könnt ihr mitmachen. Unten wird noch ein Hashtag eingeblendet. Da müsst ihr auf jeden Fall das Video posten mit dem Sound. Schon seid ihr in der Verlosung drin. Das Ganze findet auf Insta und TikTok statt. Ja, zeigt auf jeden Fall eure geilsten Dance-Moves. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit dem Video. Jetzt wird das Auto noch wieder ein bisschen gequält. Ja, mahlzeit moin, Freunde der verrückten Unterhaltung. Wie ihr sicherlich wieder einmal feststellen wird, meine Stimme ist immer noch sehr lediert von Fischdorf. Was da los war, kann ich eigentlich nicht mehr ganz wiedergeben, aber ja, ihr könnt es euch natürlich anschauen bei unserem Zweitkanal. Es war Sonntag, heute ist schon wieder Mittwoch. Ich habe immer noch Corona-Symptome. Stefan hat auch noch Symptome. Aber wir wissen nicht, ob das mit Corona was zu tun hat oder noch Restblut im Alkohol. Ich weiß es auch noch nicht so wirklich. Danach wird euch vieles klar. Ich hörte gerade unser Kameramann sagte, also unser zukünftiger Chef, wenn wir irgendwann mal kündigen sollten, sollte es vielleicht nicht sehen, weil ich glaube, es sei denn, wir fangen in der Brauerei an. Dann werden wir mit Kusshand genommen. Was ist heute Plan? Ihr seht es natürlich in der Beschreibung. Ja, was wir selber trinken, sollte ja auch unseren Motoren gut gehen, oder? Wie ist das? Was hältst du davon, Stefan? Ja. Ist zwar schade, aber wir haben mal so eine Probierpackung, haben wir mal zurückgestellt. Ich wollte sagen, haben wir mit unserem Wirtvertreter zuletzt geprüft. Er hat das Produkt für gut empfunden. Auf Instagram, die Leute werden es vielleicht gesehen haben. Das zum Beispiel ist jetzt Creamy Öl. Schmeckt lecker. Ja, das ist eigentlich ganz smart. Ne, dann machen wir eigentlich wie beim Auto. Ja. Achso. Oh, hallo. Wir haben ja gerade... Was denn? Das Öl. Oh. Bei uns im Shop, ne? Ne, nur bei uns im Shop. Ja. Natürlich haben wir auch noch mehrere. Wir haben auch größere Gebinde. Das ist jetzt nur halbe Liter. Wir haben auch natürlich auch Liter. Damit Sommer hier. Das Ganze ist unser Produkt. Wir haben das ein bisschen anders gekriegt. Gibt es natürlich auch bei uns im Shop als Litergebinde. Aber hier. Wollen wir jetzt trinken? Natürlich. Tadeus muss trinken, so. Komm, gib dir noch einen. Dann macht er eine Kamera. Ja, komm. Ja, komm. Erstmal müssen wir hier alle einen trinken. Oh, Tadeus ist ein Friseur. Tadeus. Oh la la. Tadeus Spezialist. Also, du hast da. Gott, kein. Nastrovje. 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 Alles für fürs Video, ne? Ja. Gruß ans Finanzamt. Jo. Wir brauchen das nicht nur so zum Trinken. Oh la la. Gut. Gut. Dobsche? Dobsche, super. Gut. Warum liegt hier so viel Müll drin? Viele fragen, ob wir unseren Müll einfach oder die abgefallenen Teile einfach so untergrubbern. Nein, tun wir natürlich nicht. Wir sammeln alles schön wieder auf. Das irgendwann auch ganz schön holprig. Ich wollte gerade sagen, das ist manchmal ein bisschen mühselig, aber naja. Und? Ich glaube, solche Teile haben wir nicht verloren. Was auch immer das mal war. So, was möchtest du denn zuerst trinken? Gibst du das jetzt echt in den Motor? Da steht doch extra drauf. Nicht den Motoren schütten. Also machen wir hier das. Hier stand nichts drauf, das tut mir echt leid. Du hast keinen Ausgießer, du musst jetzt warten, bis ich leer habe. Was kippst du noch was daneben? Da ist was dran. Da haben wir jetzt eine Füllmenge. Hier sind nur nicht mal mehr ein halber drauf. Aber man mischt schon keine verschiedene. Mischen macht man das eigentlich nicht. Weil aus Mischen wird man dumm. Oh, das ist auch flüssig. Oh. Wird sich auch flüssig ernährt. Umso flüssiger, umso schneller kannst du auch trinken und mehr trinken. Ist das eigentlich nur wie Wasser quasi? Ich glaube schon. Oh, sorry. Ist leer? Mhm. Auf jeden Fall nochmal sicher gehen. Mal im anderen Kanister alle auslüllen. Da waren wir jetzt noch Füllmenge, da muss man lang. Da bist du vollkommen, das ist glaube ich schon überfüllt. Na. Na da. Ist auf jeden Fall fix und der passt genau. Passt genau. Max, top. Wir nehmen schon mal zur Sicherheit Bremsenreiniger in der Hand. Bremsenreiniger! Okay. Hier, nur für den Beweis, die Wanne steht schön unter der Ölwanne. Damit, wenn ein Ploy sich verabschiedet. Die ist ja größer. Die ist ja genau so groß gewählt, dass der ganze Motor da quasi reinpasst. Ja, der kann auf jeden Fall reinlösen. Hier, ich reiche Ihnen dieses schöne Produkt. Weitermachen. Das ging jetzt ein bisschen sehr schnell, ne? Wow. Das ist ja mal einfach. Also, wollen wir denn immer einfach so einen halben Liter immer bei tun, dann riecht das Öl nicht so schäbig, weißt du? Das war jetzt echt nicht. Oh, das ist echt voll süß.
Geil. Da ist leider, ja, wohl Schnaps ist ja doof gesehen wie Wasser oder meistens ist Wasser da drin. Nicht viel Schmieranteil. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass er so schnell kaputt geht. Also ich hätte wohl auch gedacht, dass er noch mal so eine Minute durchhält, aber. Aber ja, Alkohol löst Fett, ne? Stimmt! Oder ist ja ganz schön hochprozentig. Gar nicht so doof. Engine-Check steht hier. Die Kühltemperatur so. Ich glaube, so schnell ist er noch nie warm geworden. Aber auf jeden Fall gemerkt, der ging jetzt hoch von der Drehzahl, dann langsam wieder runter. Dann hast du gemerkt, dass sie richtig schön am Fressen sind. Auf einmal ein bisschen mehr Platz entsteht. Und dann hat er erst noch mal ein bisschen durchgehalten. Reiben. Wir haben den Motor jetzt ein bisschen wieder abgekühlt, da der doch sehr warm geworden ist innerhalb von einer Minute. Können wir uns gar nicht vorstellen, warum. Dass die ganzen Komponenten sich wieder ein bisschen zusammenziehen. Eigentlich das Wichtigste ist, dass die Kurbelwelle sich ein bisschen wieder zusammenzieht. Ich denke mal, so haben wir schon wieder ein paar Grad Unterschied gebracht. Gucken, ob er sich jetzt überhaupt wieder dreht oder mal schauen. Oh, da fehlt schon was. Da fehlt schon was um Zapfen. Komm, Junge! Jawollo! Jetzt brauchen wir 24 Volt. Also schneller dreht der Anlasser. Oder nicht genug Kompression. Wir machen jetzt natürlich ganz normale. Erstmal 12 Volt. Gucken, ob der vielleicht sogar noch mehr jetzt hinkriegt. Vielleicht kriegt er es ja wieder ein Drehen. Ja. Ansonsten hat er noch eine Zusatzfunktion für müde Autos. Ach so. Müde Auto. Mehr Energie. Ich glaube, wir brauchen mehr, oder? Soll ich eben den Booster starten? Ja. Gestartet. Ja, hoch. Sag ich doch! Was? Das sag ich doch, der tut's. Dann war's dann wieder auch. Jetzt ist, geht der Scheibenwischer noch? Oh ja. Hör mal, jetzt wird das schon auf 12. Dieser Rennfahrer, ey. Warte, bleib. Normal. Du vertauschst jetzt nicht die Pole. Ui! Passiert nichts, wa? Nee, das ist ja. Nee. Ui! Doch, der muss nur einmal durchbrennen. Jetzt geht's, oder wie? Los. Oh! Ist wieder frei? Nee, ich hoffe nicht. Aber der dreht ja da. Ich glaube, die Elektrik ist jetzt fertig. Nein, das ist nicht. Und nicht. Passiert nichts, ne? Oh. Oh. Ich weiß gar nicht warum. Motor, der fest. Ich sag mal so, der Motor hat den Hänger, den ich nachts um 4 hab. Wo, ja, hier, überall qualmt. Überall? Echt? Ja. Ja? Oh, jetzt riecht er doch nicht mehr so gut. Oh. Oh. Lala. Cool, ich hab gerade einfach quasi den Starter festgehalten, dass er die ganze Zeit quasi Strom drauf hat. Und für so einen. Ja. Für so ein Kabel mit 24 Volt und der Amperezahl ist halt nicht ganz so ausgelegt. Oh, das wird auch schon warm. Also wenn wir mal wieder das Ding zur Reklamation dahin schicken. Warum wohl? Also irgendwann sind wir ja. Naja.